Ich muss eins loswerden, Leute. Wir haben da einen Burger und ich muss heute sagen, es muss alles so krank gestimmt haben. Das ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk und eine hohe Kunst, die wir heute getroffen haben. Freut euch aufs Video, da kommt was auf euch zu. Moin, ihr Lieben aus Berlin. Wir sind in Berlin am Start. Diese Station darf in dieser Tour unter keinen Umständen fehlen. Lillys Burger. Lillys Burger ist eine Institution. Ein ganz krankes Ding soll das sein. Bei Galileo zu 1 gewählt. Schon Wettbewerbe gewonnen. Ich verstehe nicht, warum so ein Burger nicht auf Radar sein kann. Von vielen Leuten. Scheint wohl im Fernsehen früher sehr bekannt gewesen zu sein. Bei mehreren Reportagen, glaube ich. Aber im Internet unterm Radar. Wir gehen da jetzt hin. Erwarte ich sehr viel von. Zum Beispiel von Big Baba. Grüße gehen raus an den Bruder. Sehr weit oben in seinem Ranking. Fast sogar 1 oder die 1. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken uns das an. Es ist ein schöner Smashburger, einen normalen Burger mit Garstufe für die Liebhaber unter euch, die auch diese Burger lieben. Und schauen, was er kann. Oha, moin moin. Hier könnt ihr schön snacken. Ich habe schon viel hier gehört, Videos gesehen tatsächlich auch, was ich eigentlich immer vermeide, wenn ich einen Laden teste, weil ich unvoreingenommen an das Ganze reingehen möchte. Ging dieses Mal nicht. Hier ganz entspannt, kommst du rein. Hier ist sogar noch Shisha-Bar. Kannst du ja abends Shisha rauchen. Nicht so mein Ding, ne? Aber stell ich mir ganz chillig vor. Ja, dann geht's hier weiter. Hier sind gleich Gäste. Wir müssen hier ein bisschen außen rum filmen. Wie ich schon wieder rede, Mann. Das ist zwei Sachen gleichzeitig, geht gar nicht. Chillig, chillig, chillig. Ja, der Smash ist noch ein Baby hier. Den haben die jetzt erst seit kurzem auf der Karte. Ich glaube, der trägt sogar den Namen von Big Baba. Auf jeden Fall haben die den mit dem irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ne? Aber Big Baba hat gesagt, er bringt jetzt einen Smashburger hier zusammen mit denen raus. Haben die hier eine 1-Cent-Aktion gemacht. Ich würde sagen, wir gehen in die Küche. Hier steckt auch eine dicke Geschichte hinter. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da werde ich die beiden zum kleinen Interview nochmal ranholen, die hier immer vor der Kamera stehen. Also Fahrplan, Interview, Burger, Braten, Fressen bewerten. Nach Hause. Guck mal, Leute, wir machen uns jetzt einen Plan gerade hier. Wir werden Folgendes machen, weil richtig berühmt sind die durch ihren Gargrad-Burger geworden. Der Smash ist ja noch neu an der Karte. Jetzt werden wir den Vergleich auch antreten. Ich kriege ja das gleiche Fleisch als Smash-Burger. So, und wie performt denn das gleiche Fleisch auch als Gargrad-Burger? So, wir haben jetzt gerade frisch gewolft, ja. Mach die hier selber, ne? Machen wir selber jeden Tag. Wir holen das Fleisch von einem aus der Region. Das Rib-Eye Dry Age von Black Angus. Dann machen wir einen Teil von der Schulter noch dazu. Einfach wegen Fettgehalt und allem drum und dran. Und dann seht ihr hier die 250, das sind die Garstufenburger, die auf dem Lavastein-Grill kommen. Und wir haben hier die 80 Gramm Patties, nur mal nochmal den Unterschied zu sehen. Ja. Da kommt aber Double, dann kommt die genau, hier vom Double, da kommt ne? Das Double und wird auf der Grillplatte gemacht und hier wird es auf dem Lavastein-Grill gemacht. Da hat man nochmal auf dem Lavastein-Grill Grillige, das Rauchige, was man ja bei einer Platte nicht so unbedingt hinbekommt. Ja. Da ist ja noch dein Rauchgeschmack durch die Flammen, Lavagrill, genau, ne? Genau, genau. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Okay, Jungs, Galileo-Beiträge, Auszeichnung etc. Könnt ihr mir ein bisschen was dazu erzählen? Also, ich habe 2013 Lilly Burger gegründet. Am Anfang, wo Lilly Burger gegründet wurde, war es mir sehr wichtig, Top-Qualität zu verkaufen und mich von den anderen Burger-Restaurants abzuheben. Und seitdem es Lilly Burger gibt, sind wir sehr bekannt und berühmt für unsere 250 Gramm Patties. Wir grillen die auf einer Garstufe. Halt, du kannst sie halt wählen, rare, medium, leider auch well done. Alles, was im Burger Patty ist, sind alle Dry Age gereift, 28 Tage am Knochen. Und dazu ist es vom Black Angus runter. Ja, man muss dazu sagen, einmal hier fährt eine S-Bahn drüber, falls ihr euch fragt wegen der Geräusche. Deswegen heben wir uns so ab von anderen Burger-Restaurants, weil die Qualität, die wir anbieten, ist unangefochten. Und wegen diesen Auszeichnungen, was ich gehört habe, und Galileo, könnt ihr da irgendwie nochmal irgendwas erzählen? Wir sind halt sehr bekannt dafür, sehr hohe Tower zu stapeln. Und wo BZ halt die Berliner Zeitung auf uns aufmerksam wurde. Dann haben die einen Bericht über uns geschrieben, dass wir die Burgermeister sind von Berlin. Dann fing das an, wie eine Lawine halt. Dann kam Galileo, dann kam Sat.1 Frühstücksfernsehen, dann waren wir bei RT, das ist so ein weltweiter Sender, dann waren wir weltweit überall im Fernsehen, dann waren wir bei Tasty, dann waren wir bei Tastemate, die haben auch 60, 70 Millionen Follower auf Instagram und Facebook. Das eine hat zum anderen geführt. Ne? Wir waren auch zum Beispiel im Euro-Magazin, das ist so ein Wirtschaftsmagazin für Millionäre, sogar da
Plan haben, das geschafft, so, weißt du? Und also Playboy wahrscheinlich auch, ne? Das kommt demnächst. Das kommt demnächst. Wir haben schon angefragt, die meinten King Sasa featuring Holle in Playboy. Und, ja. Nennt mich auch übrigens in Buxude Long Dong Silver. Ja, ich hab schon gehört, Ich sag dir auch so, wie es ist. Holle ist heute hier, aber es waren schon so viele Kritiker, so viele Leute, die halt sagen, sie kennen sich mit Burgern aus. Ich bin der Meinung, dass Holle Ahnung und Erfahrung hat mit dem, was er sagt. Deswegen zähle ich auch auf seine Meinung. Aber für mich weiß ich, dass wir halt unangefochten die Einzigen. Nicht nur in Berlin oder in Berlin? Ganz Deutschland. Ja. Ja, 100%. Ich glaube, die Königsdisziplin und da, wo sich zum Schluss die 10 von 10 verbirgt, das meiste Potenzial liegt in den Garstufenburgern. Beim Smash, klar, die können heftig performen, aber du hast halt einen Nachteil. Dieses Intensive ist dieser geile Fleischgeschmack. Der geht flöten beim Smash, deshalb denke ich, noch mehr Potenzial da drin. Aber Königsdisziplin noch schwerer, wie Sasa sagt. Das ist es. Auf jeden Fall. Ja. Lass uns doch direkt einmal Smash-Burger und dann den Garstufen-Burger starten wir direkt Meatball. Los. Meatball-Burger, genau. Das Problem ist, wir machen so krasse Sachen. Wir machen Pancakes oder San Sebastian Cheesecake. San Sebastian Cheesecake. Kennst du Kiki? Nein, leider nicht. Kiki ist bekannt von San Sebastian Cheesecake. Grüße an Kiki. Das war schon ein bisschen Kampfansage gerade an Kiki. Kiki, ich fordere dich schon aus. Ali, du siehst mir so ein bisschen aus wie ein Kickboxer. Ist das so, so Kampfsportler? Ich war früher Boxer, ja. Ich schwör's, ich hab's mir gedacht. Er ist der Küchenchef, dem ich vertraue. Der Küchenchef deines Vertrauens. Genau. Dein bestes Pferd im Stall. Ich brauch immer Action. Ja, das ist so. Ich brauch auch Action, aber gemäßigt. Wenn zu viel Stress kommt, geh ich kaputt. Sag das nochmal, was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, vielleicht hast du zu viele schlechte Burger gegessen in deinem Leben, deswegen hast du Geschmacksverkalkungen. Und wir öffnen heute deine Poren mit der Top-Qualität. Die lösen wir heute, ne? Aber vom Grund auf. Jeder weiß, ich hab eine große Fresse, ein großes Mundwerk, aber ich hab was dahinter. So, weißt du? Deswegen, ich hab keine Angst vor deiner Kritik. Vielleicht schmeckt's auch gar nicht, kann auch sein. Aber jeder, der Holle kennt und ihn auch verfolgt, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange. Ja. Ich feiere auch dein Content, aber jeder, der in deine Sendung geht, muss auch mit Kritik umgehen können. Ich kann nicht in die Höhle des Löwens gehen und mich dann wundern, wenn dann Löwe ist, so, weißt du? Und dich beißt. Genau, ganz einfach, weißt du? Es ist Leben am Limit, wie Sasa sagt, und an jeden Gastronomen auch da draußen. Wenn ihr wollt, dass ich komme, müsst ihr mit einer ehrlichen Antwort rechnen. Auf jeden Fall. Und natürlich auch unter Umständen mit Kritik und sich dann auch nicht wundern oder unter Umständen auch sauer sein. Soufflé-Pan. Das ist Soufflé-Pan hier. Oh, guckt euch das mal an. Die wahr gewordene Sünde. Ach, ihr macht mit Butter tatsächlich? Butter und Öl, so ein bisschen gemischt, ist immer ein bisschen okay, besser. Und die Butter verbrennt dann nicht? Nein, wenn du das mischst, dann geht das. Dann geht das. Das immer mit dem Backpapier, dann bleibt es auch nicht kleben. Ja. Dann machst du das, dass es kleben bleibt und alles. Mhm. Krass, habt ihr gesehen, ne? Die lassen es ein bisschen medium, dass ein bisschen noch die Saftigkeit drin bleibt. Das ist nicht so ein typischer Billig-Cheddar, sondern ein richtiger Cheddar, ne? Irischer Cheddar. Und dann habe ich hier eine Spezialmischung. Ja, da ist, ich sag mal so, schwarzer Pfeffer, bisschen Barbecue, bisschen Salz, aber noch zwei, drei andere Zutaten. Die koche ich schon wieder auch unsere neue Barbecue-Soße. Also die kocht wirklich 2 Tage. Echt? Ist kein Scherz. Heftig. 2 Tage. Was ist hin? Nochmal Käse. Jetzt kommt die nochmal mit der Soße da drauf. Ganz gut, weil in meiner Soße da ist was drin, was das nochmal karamellisiert. Ah, braucht nochmal die Hitze, okay. Das ist nochmal eine Käsemischung. Ja. 3 Käsemischungen. Etwa eine Minute, sage ich mal. Okay. Der Bann kriegt noch mal ein bisschen Krossigkeit. Die Butter hat er sich ja schon voll gesorgt. Wenn ich ihn jetzt so lassen würde, dann wäre es
nur noch weich und matsch. Das ja, okay. Dass er kross ist und trotzdem saftig. Okay, und jetzt kriegt er von außen die Krossheit. Genau, genau, genau. Krass, Leute, jetzt kommt Runde 2. Das war ja echt ein Burger-Tutorial. Also ich finde das krass. Der Sasa sagt es auch selber. Das kriegen jetzt natürlich viele mit, wie wir das machen, sagt er. Aber ist ihm egal, kann man machen, finde ich geile Einstellung. Kann man sich viel abgucken. Also an die Gastronomen da draußen. Puh, wenn der jetzt noch geil schmeckt, wisst ihr, wie ihr es macht. Perfekt. Boah, mega, ich danke dir. Es riecht hier schon krass nach Käse. Also man merkt hier, die erste Gedanke wäre gewesen, ohne es jetzt probiert zu haben. Vielleicht beim Burger sogar ein bisschen zu viel Käse, aber das werde ich jetzt schmecken. Das ist so krass mit Käse überbacken, ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen, wie wenn man ein Käsebrötchen hat, was außen halt diese komplette Käsehülle hat. Aber erstmal sehr nice mit den Zwiebeln, die eine leichte Süße haben. Geile Kombi, Käseexplosion, Zwiebeln. Noch nie so einen käsigen Smashburger gegessen. Ausnahmslos, noch nie. Hat das gerade Sinn gemacht? Ganz käsig, maximal intensiv. Merkst du die Gewürze auch, die sie drauf gemacht haben? Die haben extra noch eine Gewürzmischung drauf gemacht. Mach auch wenige. Schmeckt angenehm. Hat was. Also der Burger lebt halt wirklich nur vom Käse, wenn du es so willst. Fleisch habe ich eigentlich nicht mehr viel geschmeckt. Kurz die schöne Würze, Impulse von Röstung, Impulse von den Zwiebeln noch bei gehabt. Aber vom Fleisch, wohlgemerkt, etwas Untergang. Mac and Cheese und Beilagen. Das ist nur für mich kurz abgecheckt. Wir wollen uns heute auf die Burger beschränken. Für uns ist natürlich auch interessant jetzt der Vergleich zu diesen 250 Gramm Meatball-Burger. Pass auf, Jungs, da muss ich sogar einmal den hier machen. Okay, also, pass auf, Jungs, zu eurem Burger. Also erstmal, ihr habt bei eurem Burger, so wie ich das sagen darf, eigentlich nichts falsch gemacht. Ihr liefert ein Top-Produkt ab zum Burger generell. Ihr habt einen Käseburger kreiert, was auf Anhieb überhaupt nicht falsch ist. Ein Käseburger-Fan hat, glaube ich, hiermit einen ziemlich perfekten Burger. Absolut saftig. Geile Komponenten mit den Röstzwiebeln, geile Impulse durch euer Gewürz, was ihr drauf macht. So ist es ein Nischenburger, aber nicht der perfekte Allround-Burger, um es so auszudrücken. So wäre es perfekt gesagt. Ja, für deine Meinung weniger Käse. Kann man nicht sagen, weil der Burger ist perfekt. Ich würde eher einen anderen Burger noch als Smashburger reinnehmen, der etwas basic mehr ist. Ja. Wenn man es einfach nur aus allgemeiner Sicht sieht, nehmt ihr nur mit diesem Käse ein ganz klein bisschen. Das ist der einzige Kritikpunkt. Ja. Den Rest der Komponenten, die Show, was aber nicht falsch ist, sondern für mich einfach als allgemeingültige Bewertung, kann ich den nicht mehr als eine 8,1 geben, weil es halt für mich ein Käseburger ist. Ne? Ich habe noch nie so einen Burger gegessen und vor allem mit geilen Käse. Wahrscheinlich der beste Cheeseburger, den ich bisher gegessen habe. Ja. Aber es stiehlt ein bisschen den anderen Komponenten die Show. Deshalb ist es im Gesamtbild für mich nicht mehr als eine 8,1, aber für alle Cheeseburger-Fans so. Absolutes Muss. Ja. Und wenn du jetzt Cheeseburger-Fan wärst mit so viel Käse? Für die Leute, die unbedingt überall Cheeseburger suchten, dann wäre es mit Sicherheit eine 9,2 oder so. Ne? Aber ich muss halt allgemein gucken. Ja, für mich ist wichtig, dass alle Komponenten zur Geltung kommen und es war halt dieses Bam-Käse. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen in die nächste Runde für den 250 Gramm Burger. Genau. Ne? Meatball-Burger. Ja. Ja. Und du merkst mit der Hand, spürst du dann immer, ob es gar ist schon oder wie machst du das? Ich bin Profi, ja. Andere Menschen sollten es vielleicht nicht machen. Ja. So, jetzt zu deren Königsdisziplin. Ich kann mich nur Mesh mal erinnern, so ein wirklich dicken Patty gehabt zu haben. Das war geil. Das war wirklich sehr geil. Geil. Oha. Der Teller ist sehr heiß, bitte, wenn du den Hand fest. Alles klar, mache ich. Ich danke dir, ne? Danke, danke.
lange nicht mehr so einen Burger gegessen. Ganz wilder erster Eindruck, ganz wild. Kann ich direkt sagen, das ist deren Königsdisziplin. Möchte da nichts gegen anderen Burger sagen, der ist aber neu, die machen noch nicht so lange Smashburger. Aber dieser krasse Grillgeschmack, der auch nicht zu intensiv wird. Manchmal wird es zu intensiv, bissig, schmeckt auch nicht. Krass geiler Grillgeschmack. Kross von außen die Buns, mega heftig saftig. Geile Süße wieder von den Röstzwiebeln, die ich mich eben schon verliebt habe. Also ich habe eben schon eine Einzigartigkeit bei dem anderen Burger erlebt, auch wenn ich den jetzt nicht so krass bewerten konnte. Aber das hier, dieses Erlebnis, wenn du hier reinbeißt, gerade wenn du viel Smashburger gegessen hast in letzter Zeit wie ich und gar nicht mehr diesen Burger so kennst und schätzt, einzigartiges Geschmackserlebnis, dieser Biss. Wie weich das ist mit den Gurken, die da oben drin haben, dem Fleisch, was in sich super. Ich kann mich nicht an einen so weichen Burger, außer beim Mash, glaube ich, damals erinnern, vom Biss, allein vom Patty. Zusammen noch, das ist eine Phase von Burger. Du beißt dich durch die Fleischphase, beißt dich durch die Phase da oben mit den Gurken und den Zwiebeln. Das ist so ein weicher, geschmeidiger Biss. Hast du gleich jetzt irgendwie dieses Steak-Feeling auch? Das ist verdammt wild, Leute. Verdammt, verdammt wild. Kann ich jetzt schon mal sagen, muss ich mein Ranking raussuchen für diesen Burger. Bin ich auch stolz auf mein Ranking. Jeder, der diesen Burger im Ranking sehen wird und ihn probieren wird und diese Garstufenburger bzw. 250 Gramm Meatball, bevor Sasa mir aufs Maul haut gleich, wer den essen wird, wird mir danken. Wenn ich nicht zu 100% wüsste, dass ich da ein Fleisch beiße, beziehungsweise in so einen dicken 250 Gramm Patty, dann würde ich sagen nein, weil es wirklich so durchgeht, die Butter, so weich vom Geschmack ist. Denk mal, weil es Dry Age ist auch irgendwie. Das macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen geschmeidiger noch. Aber es ist so zart vom Durchbiss. Puh, da muss ich tief atmen. Da muss ich wirklich tief, tief atmen. Noch einmal zumindest werde ich reinbeißen in normalen Burger, weil ich eben gesagt habe, der war zu käsig. Den Smash-Burger nur mit ja, weniger Käse quasi. Kann ich gleich sagen, auf jeden Fall stärker. Aber kann ich nicht bewerten mehr, weil ich so voll gefressen bin. Das war ein Viertelkilo Fleisch. Alleine der zweite muss ich mir einpacken lassen. So Jungs, könnt ihr einmal rankommen. Ihr seht schon, ich habe mein Ranking in der Hand. Was heißt das für euch, wenn ich mein Ranking angucke? Das heißt, ich muss gucken, wie ich euch einranke. Also pass auf zu dem Burger. Es war für mich der beste, ich nenne es jetzt mal Garstufenburger, weil ich habe noch nie einen 250 Gramm Patty gegessen. Ich fasse das einfach zusammen. Der beste Garstufenburger, den ich bisher gegessen habe. Es gibt keinen Kritikpunkt an dem Burger. Er war perfekt für sich. Perfekt für sich. Außenkross, direkt dieses geile Raucharoma von eurem Lavagrill. Lange nicht mehr sowas gegessen, da weiß ich, ich muss zurück mal wieder zu diesen, nicht nur Smash, sondern auch mal die anderen. Ja. Geile Impulse wieder von den Zwiebeln. Ich liebe diese Zwiebeln. Zwischendurch diese Gewürze reingeschossen gekommen. Dieser saftige Biss. Ja, also es war nicht von dieser Welt. Ihr kriegt von mir 9,2 Punkte. Ihr seid bei mir damit auf Platz 2. Es war der nahezu perfekte Burger. Das Einzige, was ich gesagt habe, ihr müsst mir nächstes Mal den Burger zuerst liefern und ich werde zu euch wiederkommen und diesen Burger essen, ohne was vorher gegessen zu haben. Erst dann kann ich die hundertprozentige Entscheidung geben. Aber vorerst seid ihr mit 9,2 bei mir auf Platz 2. Und alle Burger da oben war ich eh ein zweites Mal, deshalb kriegt ihr da auch die zweite Chance. Das war absolut Endlevel krank, muss ich sagen. Und das ist absolut eure Stärke. Und Smash habe ich auch noch den zweiten probiert, also mit weniger Käse. Ja. Auch geiler gewesen. Gibt eine zweite Runde und unter Umständen dann vielleicht noch ein heftigeres Ergebnis hier. Kein Problem. Okay. Hätten wir den vorher mit weniger Käse gebracht, dann wären wir bestimmt Platz 1. Akzeptieren wir heute mal. Also man muss sagen, Sasa hat eine große Schnauze, aber es steckt was dahinter. Das muss man bei dir sagen. Das sind immer zwei Paar Schuhe. Das muss ich nochmal sagen, es war geiler Fleischgeschmack auch im Burger. Tut mir leid, aber es muss noch rein, weil das ist eben Untergang. Geiler Steakgeschmack, alles geil. Leute, lasst gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar. Schalt bei mir jetzt mal wieder ein. Genau, Abo. Abonniert alle Holle. Er ist ein geiler Typ. Und er ist auch mit seiner Kritik, sage ich ganz offen und ehrlich, alle, die meinen, so er kritisiert immer ein bisschen anstrengend oder gemein, das stimmt nicht. Er kritisiert wirklich zu 100% immer die Wahrheit. Danke, Sasa. Also deswegen sage ich euch, ich habe selten jemanden getroffen, der wirklich so Eier in der Hose hat. Du hast Eier in der Hose und du sagst eine ehrliche Meinung. Danke, Mann. Weißt du, und das respektiere ich und akzeptiere ich und du bist immer herzlich willkommen. Das ist natürlich nicht leicht, auch beim Smashburger da die Kritik zu äußern, wenn du so ein Selbstbewusstsein siehst. Aber auf keinen Fall. Es muss sein. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, ihr supportet das. Lasst den Daumen oben knallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.